Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verliebt. Ja, in dieser Folge werde ich auch nochmal mit Carina, nachdem wir in der letzten Folge etwas Pech hatten mit ihr, werde ich mit ihr auch nochmal auf ein Date gehen. Also wir geben nicht auf, irgendwann wird sie auch jemanden kennenlernen, den sie gut findet. Wie kann man so gut aussehen einfach? Ich kann einfach nicht mehr. Ja, sie hat gerade Sport gemacht. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, sie muss auch gleich zur Arbeit. Und danach, würde ich sagen, gehen wir dann auch wieder auf ein Date. Ich habe gerade die ganze Zeit Eva verunstaltet, wollte ich gerade sagen. Nein, ich habe sie nicht verunstaltet. Ich habe sie umgestaltet. Umgestaltet habe ich sie, aber sie ist gerade bei der Arbeit. Deshalb kann ich es euch noch nicht zeigen. Aber ich würde sagen, wir gehen wieder in die Tierklinik, weil mir das ziemlich Spaß macht irgendwie. Finde ich ganz süß, dass wir uns um die Tiere kümmern. Ich finde es halt cool, dass ich mit den Let's Plays auch mal so ein bisschen nicht unbedingt nur das machen, was halt neu rausgekommen ist, sondern dass man das einfach so ein bisschen auch mit den alten Sachen kombinieren kann. Ist bei euch alles paletti? Wir haben Vorteilspunkte, zusätzlicher Tierarzt, das können wir machen. Aber noch haben wir jetzt nicht so viele Kunden, dass wir da irgendwie noch einen Tierarzt brauchen. Da kommt ein Patient. Patient warmherzig begrüßen. Hallo, Sie haben ein sehr schönes Tattoo. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Spaß, irgendwas stimmt mit meinem kleinen Mädchen Shelby nicht. Kannst du ihr bitte helfen? Das kann ich. Das kann ich tatsächlich. Dafür sind wir hier. So. Shelby, kommst du mal her? Wir gucken. So, wir beruhigen sie mal. Und dann gucken wir mal. Augen und Haut und Fell und Herz. Und wir unter sie und sie. Blablabla, bla bla, einfach komplett. Och, Shelby. Was hat passiert, Shelby? Shelby, komm her. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist alles gut, Shelby. Es ist alles gut. Keine Panik auf der Titanic. Wir gucken mal. Los, Shelby. Heiße Pfoten, trockene Augen. Wir haben ein Tierwand-Tattoo. Behandlung? Parasiten-Killspray. Also irgendwie sind das immer diese Parasiten, ne? Och. Jetzt. Hallo. Die Zeit hier war kurz und angenehm. Ja, ich beruhige dein Tier, ja. Es ist ja in Ordnung. Guck mal, dem geht's doch gut. Mensch. Ja, guck mal, kannst du dein Tier wieder mitnehmen? Schön. Sehr schön. Können wir denn Überweisung 5000 in unsere Haushaltskasse, ne? Können wir so ein bisschen. Muss aufs Klo. Was, Rory? Bist du schon überfordert? Guck mal, wir haben 4 Stunden geöffnet. Du bist schon komplett überfordert. Sag mal, warst du nicht erst da mit deinem Hund? Was ist denn jetzt schon wieder? Gut, Patientin, warmherzig begrüßen. Stammkunde hier, ne? Rory, vor allem, die macht auch einfach nichts, ne? Nimmst du die mal mit hier? Wir gehen schon mal dahin. So, dann begrüßen wir den Patient. Der arbeitet in dem Restaurant, oder nicht? Eine Katze ist gekommen. Irgendwas stimmt mit meinem kleinen Mädchen Tammy nicht. Kannst du ihr helfen? Natürlich kann ich ihr helfen. Tammy, komm. Kommst du her, Tammy? Wir gucken mal, was so abgeht bei dir. Endlich mal eine Katze. Hi, du Süßi. Ja. Wir brauchen sie gar nicht beruhigen. So, untersuchen wir sie mal. Regenbogenhaufen. Süßer Atem. Prismatische Pupslacke. Keks mit Medizin. Nimmst du mal. Hey, hey, alles gut. Ich weiß, was du hast. Oh Gott, oh Gott. Hui, hui, hui. Ah, da steht das Stresslevel. Oh, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, siehst du mal. Und jetzt geben wir ihr mal einen Keks. Guck mal. Und danach bist du gesund. Ja, ja. Siehst du mal. Sehr schön. Ja gut, das mit dem Stress habe ich jetzt nicht ganz verstanden. So,
Sehr cool. So wenig verdient man da auch gar nicht, ne? Also es geht. Ist nicht viel, ist auch nicht wenig. So, hi, da hat jemand hingekotzt. Cashew bedeutet mal alles und sie fühlt sich schrecklich. Ich bin dir für jede Hilfe dankbar. Oh, Cashew. Oh nein, Cashew kotzt hier alles voll. Komm. Oh nein, dem hängt der ganze Sabber aus dem Mund. Komm, Cashew, ich helfe dir. Mensch. Oh Gott, der ist total gestresst. Jesus. Chill mal kurz. Och nein, der Arme, guck mal. Nadine kann es Fühl dich gut Serum als Behandlung verabreichen und den Stinkinator an der Heilmittel herstellen. Guckt ihn euch an, wie er atmet. Fällt ja gleich tot um. So, jetzt tun wir mal die Temperatur messen und den Mund untersuchen. So, guck mal. Und jetzt kriegst du ein Placebo-Essenz. Das war leckerer Keks. Und jetzt isst du. Und perfekt. Guck mal. Jetzt bist du wieder gesund. So, dann Patient warmherzig begrüßen. Let's go. Ach, der wird schon behandelt von Rory. Okay. Gut. Da kommt noch eine. Herstellen. Sie hat gar kein Tier da, ne? Okay, sie geht wieder. Wir tun es einfach mal auffischen. Gottes Willen, dem Tier geht's ja gar nicht gut. Die Süßen sind wieder zu Hause. Wir würden dann jetzt auch schließen. Wachstumspotenzial haben wir bei Servicequalität und Atmosphäre. Servicequalität können wir, Rory, müssten wir irgendwie so ein bisschen erhöhen. Und die Wartezeit ist ausgezeichnet. Das ist sehr gut. Wir haben viele Vorteilspunkte. Patientenanstunden. Motivationsfeld, zusätzlicher Tierarzt, das machen wir jetzt auch mal, weil ich denke, das wird dann sehr gut sein, wenn wir halt, wir brauchen halt natürlich noch so ein bisschen mehr Geld. Ich weiß nicht, also noch haben wir nicht so viele Patienten, dass ich sagen würde, wir brauchen hier jetzt insgesamt drei Tierärzte, weil wir sind Tierarzt, sie ist Tierärztin und ja, also es ist ein bisschen, wir können ja mit ihr noch so ein bisschen quatschen, einfach nur freundlich so ein bisschen mit ihr. Quatschen, damit wir halt gut sind mit unseren Mitarbeitern. Das ist mir sehr wichtig hier, dass wir einfach so ein bisschen Friends sind, okay? Schmeicheln ihr. Mag Fitness und Geige. Ja, wir gehen jetzt einfach auch nach Hause, würde ich sagen. Tschüss. War schön. Und jetzt gucken wir mal, ob wir mit Karina auf ein Date gehen. Auf ein Date. Wie wär's, wenn wir einfach mal einen Mädelsabend machen? Wie wär's? Das wäre doch ganz cool. Wie wär's, wie wär's? Bestellung aufgeben. Wir bestellen uns einfach mal eine Pizza. Eine Kebab-Pizza. Oh mein Gott, darauf hätte ich jetzt schon echt Lust. Mein Laktose weint. Und wir setzen uns so lange mal dann einfach. Warte, sie soll sich mal umziehen. Und zwar ihr Schlafoutfit. Girl! Ihr geht es nicht gut. Wir werden angerufen. Ich habe. Ob es sich lohnt, Dau. Ja, mach das. Mach. Ist mir actually egal. Sie soll. Ah ja, wir können nicht duschen, ne? Ah, unsere Pizza ist da. Unsere Pizza ist da. Dankeschön. Will mir Trinkgeld geben. Profi-Pizzabote. Ja, dem Profi würde ich gerne Trinkgeld geben, aber können wir nicht. Ne, wo ist die Pizza jetzt? Ich dachte gerade. So, zum Essen rufen. Wer kommt da zu Besuch? Alina. Okay. Ja, komm halt einfach vorbei, ne? Plötzlich ist jeder unser Nachbar, ne? Girls, ich wollte eigentlich, dass ihr hier zusammensitzt und Pizza isst. Ihr sollt miteinander quatschen. Einfach nur mal als Info. Meine Sims kriegen die ganze Zeit eigentlich fast ein Burnout und ich lösche das immer raus. Ja, ne, so ein schöner Mädelsabend. Haben wir Pizza gegessen. Komm, isst die noch auf. Den Rest machen wir in den Kühlschrank. Was müssen wir denn? Romantikfähigkeit, etwas über moderne Liebe lernen. Das soll sie dann noch machen. Karriere, etwas über moderne Liebe lernen. Sie möchte noch so ein bisschen Fernsehen, glaube ich, weil sie hat keinen Spaß im Leben. So, ich schaue mir gerade an, was wir denn eigentlich so machen müssen.
bestrebenmäßig. Die anderen beiden sind natürlich wie immer bei der Arbeit. Nadine möchte mit bestem Freund auf Lebzeit verheiratet sein. Wir müssen gucken, mit wem wir uns sehr gut anfreunden. Ob Joltik dieser jemand ist, den wir heiraten werden, weiß ich nicht. Sind wir denn schon beste Freunde? Ja, ich weiß nicht. Müssen wir gucken. Ich weiß einfach noch nicht, ob das mit denen wirklich auf ewig funktioniert. Eigentlich finde ich die beiden süß. Andererseits ist halt auch einfach ihr erster Freund und es ist halt immer sehr unwahrscheinlich, dass man den ersten Freund heiratet. Also mit sehr viel Glück vielleicht. Privatsphäre gestört, ja. Wenn das Bad im Flur ist, dann ist das so. Gut, und sie muss Level 4 der Charisma-Fähigkeit erreichen und 3 erste Küsse gehabt haben. Ich weiß noch nicht. Also ich würde sagen, wir gehen mit ihr einfach auf ein Date. Sie ist dann einfach daheim und wir werden jetzt mit ihr einfach auf Amos Ecke gehen. Sie hat zwar einen Freund, aber sie ist ja jetzt auch keine treue Seele. Kreativ und aktiv, als wäre sie so, ja, keine Ahnung. Matches aktualisieren. Wir gucken mal nach neuen Männern und schauen mal, was wir so für ein Date haben können. Ich denke nicht, dass er so unser Typ ist. Ja, auch nicht. Dominik kommt dem Ganzen schon näher. Können wir mal gucken? Ja, sieht interessant aus. Gut, wir haben ein paar gespeichert. Den Manuel können wir wegmachen. Er ist ja vergeben. Boah, aber ich finde ihn, Brayden, finde ich eigentlich richtig interessant. Guck mal, also er hat so voll den krassen Style, finde ich. Ich würde ihn mal zu Kontakten hinzufügen und würde ihn bitten, eine Verabredung zu erstellen. Und dann gucken wir mal, was so passiert. Genau, ein Kennenlern-Date und wir müssen jetzt nicht jedes Mal so ein Belohnungsevent daraus machen. Wo haben wir das Date? Mit ihm im Fitness? Zusammen Sport machen, in der Lounge, nee. Wir könnten zusammen eine Bar und nebendran ist ein Kino, das könnten wir dann auch besuchen vielleicht. Aber ich würde sagen, wir unterhalten uns erstmal mit ihm, bevor wir uns dann im Kino anschweigen. So, Girl, du ziehst dir mal was Schickeres an. Ja, dann lernen wir ihn kennen. Oh mein Gott, ich finde, er sieht richtig gut aus. Sein Tattoo ist richtig cool. Also den finde ich toll. Oh mein Gott. Das ist ein hübscher Dude. Ein hübscher Dude. Wir schmeicheln ihm mal freundlich. Ja, wir reden über Interessen. Tag verschönern. Uff. Beziehungsstandards. Okay. Dann hier sitzen und plaudern. Komm, wir gehen uns mal ein Getränk holen. Danke, ja, schön. Komm, wir setzen uns einfach mal zusammen in die Bar. Barkeeper ist irgendwie nicht da. Warum auch immer. Ja, wir fragen ihn, wie sein Tag so war. Und ich würde sagen, wir gehen hier mal alles durch, dass wir mal über unsere Interessen reden, über unsere Muskeln zeigen. Wir erzählen ihm eine unglaubliche Geschichte, eine tiefgründige Unterhaltung. Und dann tun wir mal unsere Marotten offenbaren und persönliche Details. Irgendwie reden die ganze Zeit nur wir und er erzählt gar nichts. Wie findet sie ihn denn? Neutral, glaube ich, ne? Okay. Und dann würde ich sagen, Romantik, Stil, Anziehung fragen. Wir fragen nach der persönlichen Anziehung, nach romantischem Interesse. Ist finanziell gut aufgestellt? So, das finden wir super. Wow. Warte mal. Ah nee, er hat erfahren, dass wir das arbeiten. Karriere und Finanzstatus. Ja, wir sind auch gut aufgestellt eigentlich. Wir machen uns mal so ein bisschen an ihn ran. Nach romantischen Grenzen fragen. Ich habe kein Problem mit dem Thema, aber ich fühle mich gerade von keinem bestimmten Romantikstil angezogen. Okay. Er mag Faulpelze und vergebene Sims nicht. Wir sind vergeben. Aber das muss er ja nicht wissen. Nein, Sophia, wir haben keine Zeit. Rational und lebhaft. Okay. Wir verzücken ihn. Er findet uns auch neutral.
ist jetzt nicht der Hammer. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll, wenn die sich neutral finden. Weil ich weiß nicht, also in echt wäre ich enttäuscht, wenn man mir sagen würde, ich finde dich neutral. Also ich würde straight aus dem Fenster springen. Cool, wir haben Level 4 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Wir brauchen einen ersten Kuss mit ihm. Ersten Kuss erleben. Machen wir das doch mal. Romantische Sehnsucht. Girl, stop. Komm, wir knutschen ein bisschen rum. Oh Gott, das wird auch wieder wunderschön. Ja. Klasse. Gut, jetzt brauchen wir nur noch einen ersten Kuss. Ich weiß auch nicht so ganz, ob wir... Obwohl Luisa versucht hat, ihre Sicht auf die Liebe zu erklären, scheint Brayden einige Verständnisprobleme zu haben. Beide Sims sind unsicher darüber, wohin ihr romantischer Weg sie führen wird. Oh, okay. Also, okay. Ich glaube irgendwie, das mit denen wird nicht so wirklich was, ne? Ich glaube, da fehlt's noch irgendwie an etwas. Ja, weiß ich nicht. Wir müssen aufs Klo. Wir könnten ja auch noch ins Kino gehen, nachdem wir auf dem Klo waren. Dann können wir uns nämlich anschweigen. So, das Kino ist ja, glaube ich, hier. Film ansehen. Ein Sim im Liebeswahn mit Brayden. Komm, wir gehen natürlich einen romantischen Film anschauen. Was auch sonst. Ist er jetzt da schon rein? Ich glaube, die sind da beide zusammen drin. Oh la la. Und schauen sich den Film an. Der Film hat bereits begonnen, als der Magen von Luisa zu rumpeln beginnt. Soll sie sich einen Snack holen gehen oder sitzen bleiben, damit sie nichts verpasst? Wir gehen zum Snackstand. Luisa ist es gelungen, zum Snackstand zu gehen, sich Snacks zu holen und in den Saal zurückzukehren, bevor irgendwas Wichtiges geschehen ist. Jetzt kann sie den Film mit einem Snack in der Hand und im Bauch genießen. Hunger gestellt, Blasenversagen, Simoleons entfernt. Schön. Warte mal, wie findet sie ihn eigentlich? Neutral, ne? Ist eigentlich auch nicht so super. Ich weiß nicht. Also ich glaube, mit den Neutralen, die wird sie auf jeden Fall nicht heiraten irgendwann, glaube ich. Ich möchte auch nur mal dazu sagen, dass das, was Luisa macht und nicht ich im echten Leben. Weil manche das irgendwie nicht verstehen, was Spiel ist und was Wirklichkeit ist. Oh ja, wir sind durch mit dem Film. Unglaubwürdige Romanze. Konnten die Schauspielerin und der Schauspieler sich überhaupt leiden? So ganz ohne Chemie war der Film ein Reinfall. Okay. Und wo ist Brayden? Ist nach Hause gegangen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie er das Treffen fand. Ich habe keine Ahnung, wie wir das Treffen fanden. Schlecht war es nicht. Gucken wir mal, ob daraus etwas wird, ne? Kuckuck, ein nervöser Patient tritt ein. Freunde haben ihn endlich davon überzeugt, auf ein Blind Date zu gehen. Er weiß nicht, was er tun soll. Da seine erste Verabredung seit langer Zeit ist. Er fürchtet, dass seine Freunde jemanden für ihn ausgesucht haben, mit dem die Verabredung schrecklich schief geht und ist auf das Schlimmste vorbereitet. Zu einem Blind Date gehen, die Verabredung absagen. Geh dahin, Mann. Geh dahin! Die Verabredung war eine völlige Katastrophe. Diese zwei Sims können nicht unterschiedlicher sein und der Patient ist ungehalten, weil er auf das Urteil von Eva vertraut hat. Ja... Mensch, so ist das Leben nun mal. So kannst halt auch nicht immer eine tolle Verabredung haben. Okay, Leute, ich habe eine Entscheidung gefällt, gerade eben. Ich denke, es wäre ganz gut, wenn wir nur mit jemandem zusammenkommen, den wir attraktiv finden und nicht neutral. Und deshalb werde ich jetzt auch die ganzen Beziehungen, die wir haben, beenden und weitersuchen. Weil, ja. Wir werden jetzt Yoltaik um ein Treffen bitten und Schluss machen. Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich denke, vielleicht kommt ja jemand anderes mit Yoltaik zusammen, entweder aus dem zu vermieten Let's Play oder in diesem Let's Play jemand anderes. Ich kann nicht mehr reden. Zwar soll man nicht den Ex von der Freundin daten, aber das ist Sims 4, okay? Wenn die zusammenpassen, dann machen wir das so. Ich würde sagen, wir gehen in den Park und ja, da war unser erstes Date und auch unser letztes. Oh Mann, Yoltaik, es tut mir so leid, aber wisst ihr, ich denke, es ist einfach besser, wenn wir wirklich jemanden kennenlernen, den wir attraktiv finden und der uns attraktiv findet. Wir müssen ja auch so ein bisschen die Schwierigkeit mit reinbringen und wenn wir halt, ja, ne,
Da muss man halt wirklich die Nadel im Heuhaufen finden, wie in echt auch, okay? Und deshalb sind wir jetzt einfach mal so ein bisschen freundlich, einfach wir umarmen ihn, sich trennen. Es tut mir leid, aber ich habe darüber nachgedacht und ich denke, wir passen einfach nicht so gut zusammen. Und es tut mir sehr leid. Ja, es ist angespannt. Getrennt und angespannt. Überaus schwierig. Ja. Hey, guck mal, er findet uns auch gar nicht mehr attraktiv. Oder hat sich das jetzt geändert, weil wir Schluss gemacht haben? Ich glaube, er findet uns einfach generell nicht mehr attraktiv, weil er irgendetwas über uns herausgefunden hat, was er nicht mag. Guck mal. Dann ist ja gut, dass wir uns getrennt haben. Oh mein Gott. Ich glaube, es hackt komplett bei dir. Schluss mit Schmusen. Weil heiße Beziehung geändert hat. Der Verlust eines Herzblatts ist nie leicht, aber es ist sogar noch schlimmer, wenn eine starke körperliche Anziehungskraft bestand. Nadine vermisst diese Anziehung jetzt schon. Ja, nein. Also, entschuldigen uns bei ihm. Wir beenden das Treffen dann jetzt auch. Und ja, es tut mir leid, aber auf Wiedersehen, ne? Ui. Ist einfach weg. Einfach weg. Wir setzen uns jetzt mal dahin. Wir sind traurig, aber keine Sorge. Wir melden uns einfach gleich wieder bei Amors Ecke an. Dann kannst du Amors Ecke ja mal öffnen. Ach Gott, ein trauriges Bild hat sie. Romantisch und Tierfreundin. Ja, lass das einfach mal drin stehen. So, dann aktualisieren wir mal die Matches. Baden mag keine Kinder. Ich glaube, Nadine ist schon jemand, der eine Familie gründen möchte. Deshalb wäre das jetzt. Elia sieht doch ganz sympathisch aus mit seinem Fisch. Den finden wir unattraktiv. Okay, ja, wir haben hier, den können wir wegmachen. Jolte können wir auch wegmachen. Wir haben Elia, aber wir gehen jetzt mal noch nicht auf ein Date. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause, weil wir sind frisch getrennt. Da, oh, da ist unser Ex, aber ja. Ich meine, es muss halt auch einfach mal sein, dass wir auch einfach mal Herzschmerz haben hier in diesem Let's Play. Aber ne, wenn ich mir das auch so anschaue, mit bestem Freund auf Lebzeit verheiratet sein, da muss es schon jemand sein, der sie gleich geflasht hat und wo halt gleich die Liebe einfach wirklich instant da war. Ich habe Angst, bitte, Agnes, lass mich in Ruhe. Ne, so wie zum Beispiel bei Eva. Bei Eva und Manuel, da, die finden sich beide attraktiv. Er findet sie sehr attraktiv und sie findet ihn attraktiv und Leute, das soll einfach sein. Ja, sie ist jetzt sehr traurig. Das tut mir sehr leid. Ja, das tut mir sehr leid. Können wir uns hier ausheulen? Sie heult sich aus. Sie geht einfach straight in ihr Bett und heult sich aus. Und Luisa sieht es halt, dass sie so einfach direkt ins Bett geht. Und weil sie ist da gerade so am Sport machen und sieht es und denkt sich so, Nadine, ist alles in Ordnung, Girl? Und sie so, Sie mag Spitzbübischen, ja, okay. So, guck mal. Können wir sie trösten? Wir reden über die traurige Stimmung und sagen, hey Nadine, was ist denn los? Und dann sagt sie, ich habe mit Joltik Schluss gemacht. Und dann sagen wir so, hey, guck mal, das Erste, was du machen solltest, ist dieses Bild hier zu entfernen. Und wir verkaufen es. Oh nein, sie ist voll traurig. Aber guck mal, ich gebe dir einfach einen Ratschlag. Ihr habt halt einfach nicht zusammengepasst und du wirst jemand viel besseren kennenlernen, wirklich. Und dann sagen wir einfach so, hey, guck mal, du wirst jetzt mit Jim anfangen. Und deshalb wird sie jetzt sagen, komm, wir machen jetzt zusammen Sport und das wird dich aufmuntern und wir tratschen nebenher. Komm. Ich finde die Fitnessgeräte hier so süß, dass sie einfach pink sind. Und dann können wir doch einfach auch mit ihr quatschen und Sport machen. Und dann so, ja, ich werde richtig sexy aussehen. Und so, ja, tust du jetzt schon. Ich würde sagen, wir gehen mit ihr auch mal wieder auf Amors Ecke, weil wir können bestimmt neue
Leute matchen. So, Matches aktualisieren. Dann gucken wir doch einfach mal, wen es hier so gibt. Es ist halt so cool, dass es Leute aus der Galerie nimmt, weil dann hat es halt eigentlich wirklich immer unendlich viele Matches. Das ist eigentlich ganz nice. Carlos. Carlos, den haben wir doch schon kennengelernt. Vladislaus. Komm, wir. Oh mein Gott. Stellt euch vor, sie datet ihn und wird zu einem Vampir. Das würde zu Luisa so passen. Sie könnte als Vampir einfach für immer und ewig in der Gegend rumdingsen. Covid. Du heißt wirklich Covid. Es tut mir leid, aber ich habe eine Abneigung gegen Covid. Sie findet leider Öko-Fanatiker blöd. Okay, aber wir haben ein paar gespeichert. Ein paar ist gut. Wir haben viele gespeichert eigentlich. Wow, Hilfe. So. Ja, gut, genau. Wir machen hier auch weiter mit Sport und wir lassen sie jetzt mit Nadine dehnen. Wie geht denn das? Gut, genau. Ich würde sagen, dass wir bitten... Wir können ihn ja einladen, ne, auf dem Grundstück abzuhängen. Wir finden ihn ja nämlich neutral und deshalb würde ich sagen, machen wir mit ihm jetzt auch Schluss. Joltik, was machst du hier? Wir lehnen Brainstorming ab, also sie denkt sich so, er hat eine SMS geschrieben und er steht vor der Tür, bitte mach was. Und sie geht jetzt auch runter und ja, schickt ihn weg und sagt so, hey, keine Sorge, geh duschen und krieg einen klaren Kopf und ich schicke ihn weg, damit er dich einfach wirklich in Ruhe lässt. Wir wollen nicht brainstormen, es tut mir ja leid, Joltik. Sie möchte einfach nichts mehr mit dir zu tun haben. Befördert zur Romantik-Genie. Sehr nice. Und sie zum Schlichtungstalent. Ja, Leute, danke, dass ihr Geld für uns verdient. Sehr schön, sehr schön. Genau, sie duscht ja und sie muss da unten duschen. So, tu das mal. Und sie soll sich da mal hinsetzen. Alter, ich habe echt einen Sprachfehler heute. Das geht gar nicht hier. So, Joltik, es tut mir wirklich leid, aber sie... Jesus, oh Gott, er findet uns attraktiv, ne? Da hat sich was geändert. Hilfe. Angezogen. Er findet uns jetzt plötzlich angezogen. Okay. Dann würde ich sagen, quatschen wir einfach mal. Ich weiß halt irgendwie nicht. Wir sollten uns einfach auch mal irgendwie öfters mit ihm unterhalten, ne? Oh Gott. Adrian war nicht bereit, mit Luisa an der Beziehungsdynamik zu arbeiten. Sie wird es ein anderes Mal versuchen müssen, wenn etwas Zeit vergangen ist und beide Sims bereit für ein Gespräch sind. Dazu müssen sie gute Laune haben und sich zuvor gut unterhalten haben. Okay. Die Beziehung findet er akzeptabel. Wo du schon fragst, ich finde dich anziehend. Quatschen wir über Interessen. Marotten offenbaren. Und attraktiv findet sie ihn nicht. Aber, hallo Nadine, ich glaube, ich habe mich in Brayden verknallt. Ja, mach das. Sie geht sich jetzt einfach wieder ausheulen. Nee, ich mache mit ihm noch nicht Schluss, denke ich. Ich glaube, den lassen wir noch, weil look at this cutie. Macht Joltik sich an Carina ran? Carina übrigens, ne? Mach mal bitte Amos Ecke auf und dann gucken wir mal. Mensch, die Carina ist doch so eine Süße. Es geht doch nicht, dass wir einfach mit ihr... Ja gut, ja, das Date war halt schlecht. Gucken wir mal, wen es da sonst so gibt. Oh Gott. Inda, die sieht doch eigentlich ganz cute aus. Soraya, das ist sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben hier noch ein paar gespeichert. Ja, die können wir wegmachen, ne? Gut, aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit den Süßen hier. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.